Wir haben gestern unsere Kürschnerei verlernt und haben Inschriftenkunde gelernt, haben gestern bis 150 gemacht und machen dann heute bis 300. Wir können jetzt hier schon drei neue Glyphen lernen. Das ist alles grün. Moment, ich glaube, ich muss hier jetzt erstmal das ganze Zeug umwandeln. Ja. Ja, ich fange jetzt kein neues Video mehr an. Gerade eben angefangen, da höre ich jetzt nicht direkt wieder auf. So, dann müssen wir mal gucken. Da ist dann die Jadefeuertinte. Und hier indigofarbene Tinte. Quatsch. Also ich hoffe, dass wir so weit kommen, weil hier von den hochstufigen Kräutern, wie jetzt zum Beispiel aus den Pestländern, Winterquell, Teufelswald und so, nee, Teufelswald nicht, Krater von Ungoro und so weiter, habe ich jetzt nicht ganz so viele. Ich hoffe halt, dass es reicht. Das können wir nicht malen. Schade. Geht nur bis hier. Das auch nicht. Okay. Ja, ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Ich muss gleich mal gucken, wenn wir die herstellen. So, dann stellen wir jetzt Jadefeuertinte her. Wir müssen jetzt mit der Jadefeuertinte bis 200 kommen. Also was wir hier raus dann lernen. Da brauchen wir Ich noch kaufe mehr noch ein paar. Pergament für. Gewöhnliches Pergament 20. Nochmal gewöhnliches Pergament 20. Und wir kaufen nochmal 20. Das machen wir alles hier hinten rein. Ja, verkaufen kann ich. Ich muss mal gerade mich umsetzen. So, ja, der Stuhl, der geht in letzter Zeit immer so schnell runter. Das ist schlimm. Leb wohl. Hi, wie geht's? So, hier können wir dann mit 155 das nächste lernen. Da ist noch Orange. Mehrfachschuss. Ja, mal gucken, vielleicht kommen wir ja auf die 155. Nur mit der Tinte jetzt. Ansonsten wird es wirklich knapp. Okay. Gut, da kriegen wir jetzt auch keine Punkte mehr für. Dann lernen wir hier drüben das. Rolle der Ausdauer. Okay. Ja, dann machen wir Rolle der Ausdauer danach. Zwei Pergamente. Wir können auch hier die Dinger machen. Gucken wir mal. So, dann machen wir erstmal Hervorrufung bis 160 wahrscheinlich. Und ja, bis 160. Dann machen wir Rolle der Willenskraft. Da brauchen wir jetzt halt zwei Pergamente für. 28. Dann hier Rolle der Intelligenz. Ja, ich hatte eben schon Angst, weil 165 und wir können nur noch 26 herstellen, aber wir haben ja nicht genug Pergament, deswegen. So, Rolle der Stärke.
So, dann Rolle der Beweglichkeit. Und danach verkaufen wir erstmal das ganze Zeug. 180. Jetzt können wir noch zwei Glyphen, haben wir neu gelernt. Dann machen wir erstmal hier die Glyphen. Mal gucken, wie weit wir damit jetzt orange sind. Ich glaube auch immer nur 5 Punkte. Ja. So, dann Frostschock-Kopfnuss. Haben wir eigentlich schon die neue Ding gelernt? Die Königszinder haben wir auch schon gelernt. Ja, ich mache jetzt bis 190 und dann mache ich die Königszinder. Achso, eine noch. So. Weil die brauchen wir ja auch. So, dann haben wir hier zwei neue gelernt. Lehrwandler. So, die bleibt hier. Königstinte, keine Ahnung, was wir da draus machen können. Foliant der Könige. Okay. Alles klar. Dann machen wir jetzt Lehrwandler. Zwei noch. So, und jetzt bleibt es orange. Das ist blöd. Dann müssen wir jetzt hoffen, dass wir da genug Punkte rauskriegen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Okay, so, hier ist nichts mehr orange, dann lernen wir jetzt bis 300 die Sachen hier. Hier ist nichts grün geblieben, hier ist nichts orange geblieben, dann verkaufen wir einmal das ganze Zeug hier. Ja, ich könnte die jetzt auch ins Auktionshaus setzen, aber... Da habe ich gar keine Lust gerade zu. So, dann brauchen wir vielleicht schweres Pergament. Ich kann ja schon mal kaufen. Nö. Gut, dann müssen wir wahrscheinlich das Zeug hier malen. Ja, müssen wir. Aber dass das jetzt wirklich nur bis 200 genau ging. Das ist schon etwas blöd. Also es kann sein, dass wir dann einmal kurz umloggen müssen. Oder einmal kurz nach Stormwind gehen und uns neue Kräuter kaufen müssen. Weil hier von denen brauche ich, glaube ich, insgesamt 160, ich habe gerade mal 80. Die sind halt auch schweineteuer, die Dinger. Da müssen wir jetzt mal gucken, wie weit wir mit dem Zeug überhaupt kommen. Und das Blöde ist halt, dass wir keine Punkte dafür kriegen, wenn wir hier das malen. Ja, das ist halt auch bei Juwelenschleifen, wenn du die Erze sondierst, bekommst du auch keine Punkte für. Okay, das war's. Dann stellen wir jetzt die Firmament-Tinte her. Dafür brauche ich auch gewöhnliches Pergament. Okay, dann kann ich da nochmal 20 kaufen. Und
Nochmal 20. Ist das noch Rolle des Rückrufs? Okay, da können wir auch herstellen. Resultate bei Nutzung über Stufe 70 unberechenbar. Okay. So, jetzt dürft... Wo ist er? Da kriegen wir keine Punkte mehr für. Das Licht segne euch. Kann ich euch helfen? Gib her. Rüstungspergament 2. Wie hoch muss ich denn damit kommen? Bis 225. Ja, das dürfte kein Problem sein. So, dann stellen wir mal Rolle des Rückrufs her. Ach nee. Können wir weiter herstellen. Kriegen wir noch Punkte für. Ja, wir stellen das jetzt so lange her, bis es gelb wird. Wahrscheinlich gleich mit 215. Ja. So, dann lernen wir das Zeug. Dann machen wir jetzt Rolle der Intelligenz. Ach, da brauchen wir jetzt schweres Pergament. Okay. Gut zu wissen. Also, wir müssen bis 225 jetzt kommen. Und danach bis mit Feuertinte und Perlmutt-Tinte. Okay. Okay, das hier kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Das verkaufe ich jetzt auch einfach. So, weg mit. Wir brauchen jetzt schweres Pergament. Kaufen wir mal so 60. Werden wir eh brauchen. So, dann stellen wir jetzt die hier her. So, Kreuzfahrerstoß herstellen. Und da brauchen wir auch Firmament-Tinte. Okay, so, dann das. Das haben wir hier. Okay, und wir haben keine Firmament-Tinte mehr. Dann einmal das Zeug hier. Das müsste jetzt per... meine Ex schreibt schon wieder. Feuertinte, okay. Meine Ex schreibt schon wieder. Ja, mein Sohn, der hat heute einen Brief bekommen, wo er sich beworben hatte. Und ja, da ist es jetzt... Wir können nur 6 Stück hier raus herstellen. Ach so. Und die Perlmutt-Tinte wird hier raus dann gemacht wahrscheinlich. Wir gucken mal, was wir da draus dann herstellen können. Gar nichts. Warum? Wir haben geöffnet. Brauche ich sowas noch? Ja. Oder?
Nee. Sowas? Nein. Was ist denn noch orange hier oder gelb? Hier, Waffenpergament. Da brauche ich für Firmamenttinte. Hier brauche ich für... Toll. Leb wohl. Wo hatten wir das raus? Firmamenttinte. Wir müssen jetzt einmal kurz nach Dalaran. Quatsch, nach Stormwind. Nee, wir gehen nach Eisenschmiede. Da ist es nämlich einfacher, zur Bank zu kommen. So, ich habe jetzt keine Ahnung mehr. Firmamenttinte. Violette Pigmente. Ich muss jetzt kurz gucken. Hier in der Liste. Violette. Das war... Wo ist denn hier die Auflistung? Hier. Feuerblüte, Sonnengras. Sonnengras. Nicht Sonnegras. Achso, ich bin eh falsch. Einkaufen. Sonnengras. Ist das teuer. Lila Lotus. Lotus. Lila Lotus. 20 Gold. Puh. Was haben wir noch? Arthas. Tränen. 2 Gold. Genau. Kromsblut. Was haben wir noch? Blindkraut. Blindkraut. Geisterpilz. Geisterpilz. Piulz. Alter, geh mir doch nicht auf den Sack. So. 13 für 15. Das kaufen wir. Dann kaufen wir hier den noch. Das war jetzt das billigste von denen, deswegen kaufe ich das. Und da wird es schon wieder teuer. Kaufen wir hier noch. Kaufen, 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 kaufen. Zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ich hoffe, das reicht erstmal. So, schauen wir mal. Alles nehmen. Nein, nicht. Ja, ich habe hier ja noch das ganze andere Zeug für später. Ich habe das ja noch gar nicht aus der Bank geholt gehabt. Da kommt jetzt violette Pigmente raus, genau. Nein, so. Ich würde jetzt noch was kaufen. Ja, Sonnengras. Was war jetzt günstiger? Sonnengras? Was habe ich denn eben gesucht? Sonnengras. Lotus. Lila Lotus. Kaufen. Haben wir hier noch einen? Der ist mir zu teuer. Arthas Tränen ist eh zu teuer. Das ist auch teuer. Das können wir noch kaufen. 2 Stapel.
Ja, wir geben jetzt halt mal ein bisschen Kohle aus, aber hoffentlich kriegen wir ja dann neue Kohle. So, dann für die, wo ich eh wenig hatte. Sansam. Oh, goldener Sansam. Das ist sehr günstig. Da kaufen wir doch einfach mal. Kaufen, 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 kaufen. Ja, continue. Weiter, weiter. Ich will mehr, ich will mehr. Mehr, ja. Als her mit, bei dem Preis. So, zwei noch und dann Ende. Gut, dann haben wir jetzt 435 goldener Sansam. Normalerweise kostet der ein Schweinegeld. Deswegen, da sind wir jetzt sehr günstig weggekommen. Und ich würde sagen, wir machen hier einen kleinen Break. Und wir sehen uns dann morgen in Dalaran wieder, wo wir dann weitermachen. Nee, klar, wir sind wo? 240. Ja, ich werde das jetzt alles klein machen und wir sehen uns dann gleich wieder. Gut, ich habe jetzt erstmal hier nochmal Firmament-Tinte hergestellt und Feuertinte. Wir machen jetzt noch bis 250. Da stellen wir erstmal hier die Seelensteine her. Dann können wir, die können wir erst mit 250 lernen. Glyphe Seelenstein. Okay, haben wir noch irgendwas Orangenes? Nein, natürlich nicht. Okay, dann stellen wir hier noch weiter her bis 250. Also so viel hätte ich jetzt gar nicht mehr gebraucht. Auch gut. Okay, dann könnten wir jetzt noch hier, machen wir auch. Das herstellen, das bringt auch nochmal Punkte. Und dann, Moment, ich lerne das hier schon mal. Permuttinte. Also die Permuttinte werde ich dann offscreen herstellen, weil das sind 76, die wir herstellen können. Wir machen jetzt erstmal hier das Zeug leer. Obwohl, wir lassen mal ein bisschen was. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich die Permuttinte umgewandelt habe. Dann bis gleich. So, ich habe jetzt 76 Permuttinte hergestellt. Fangen wir mal hier an. Und werden mal gucken, wie weit wir damit kommen. Wahrscheinlich auch nur bis 260. Ja. So, dann das. Rolle der Intelligenz. Wir machen jetzt nur die ganzen Rollen, solange sie halt orange sind. Als nächstes kriegen wir dann Rolle der Stärke. Und wir müssen dann noch schweres Pergament Neues dazu kaufen. Also Perlmutt-Tinte muss jetzt reichen. Wenn nicht, habe ich hier ja noch goldener Sansam. Könnte ich noch Zeug herstellen, dass wir noch mehr Permuttinte bekommen. So, da sind wir auch gleich bei 275. Dann können wir hier auch den Inschriftenmeister lernen. Okay, hier lernen wir jetzt eine Menge dazu. Ich stelle jetzt erstmal die Himmelstinte her. Hallo? Alle erstellen, genau. So, die kommt dann hier hin. Gucken, wie weit wir damit kommen. Und hier könnten wir eine Dunkelmondkarte herstellen. Das ist dann aber für Burning Crusade, glaube ich. Nee, das ist nicht Burning Crusade. Was denn hier noch da? Perlmutt-Tinte, jawohl. Todesgriff. Alle erstellen. Wow, das hat sich richtig gelohnt jetzt.
Astraltinte können wir auch schon herstellen. Astraltinte müsste dann Burning Crusade sein. Das Zeug habe ich im Briefkasten. Und ach, das ist immer noch okay. So, und dann sind wir jetzt zack bei 300. Gut, wir lernen dann morgen hier das ganze Zeug. Da brauchen wir dann Astraltinte für. Das bekommen wir aus den Kräutern von Burning Crusade. Da habe ich auch einiges auf der in der Post liegen. Ich werde jetzt erstmal, also meine Frau ist gerade heimgekommen. Wir werden jetzt erstmal was essen. Ich will mir das einmal kaufen, das und das. Dass ich das für später habe, weil hier waren vorhin noch 4 oder 5 da und jetzt ist nur noch 1 da. Und werde hier mal ein bisschen Zeug wegschicken an andere Charaktere, Bankcharakter zum Beispiel. Und morgen werden wir dann Level 300 lernen, die ganzen Rezepte dazu. Ich habe dann schon hier aus dem Briefkasten Traumwind und so weiter rausgeholt, was wir halt dann für Burning Crusade brauchen. Gut, dann bis morgen.